Wie vorausgesagt, suchen auch in dieser Nacht heftige Regenfälle Vorarlberg heim. In Hörbranz beispielsweise wurden zahlreiche Keller schon ausgepumpt. Und hier um kurz vor 23 Uhr auf der Lindauer Straße in Lochau, da steht das Wasser schon knöcheltief. Die Feuerwehr ist soeben eingetroffen und wird hier das Möglichste versuchen, das Wasser von der Straße wegzukriegen.